So, willkommen bei einem Unboxing. Haben wir was ganz anderes auf dem Kanal? Haben wir unschlagen Steam Controller. Ja, ich fange mal einfach an. Kurz und schmerzlos. Ach, drei fliege ich auf. Achso. Etikett, Etikett. Geh auf! Wie kann mich so da? Na, egal, geht. Übel. So. So, dann machen wir mal auf. Hatte ich auch noch dazu. So, dann ist er her tun. So. So, was haben wir denn drin? Oh, da ist er. Der Steam-Controller. Ja, ein bisschen leicht ist er. Da hinten Knöpfe und Batteriefach. Links und rechts Batterien rein zu tun. Machen wir überhaupt gleich. Ist er her. Nehmen wir die Zange. So, okay. Ich hoffe, das ist richtig. So, Batterien reinzutun. Dann haben wir das schon. Das sind wahrscheinlich die Knöpfe hinten, ja. Der Verbindung. Ja. Keine Ahnung. Starter Guide, okay. Steht noch was drin? Ja, Batterien haben wir schon drin. Ah, das ist für Funk. Okay, cool. Und hinten ist da ein Rechkabel. Wie geht denn das auf? Ah, einfach raus. Okay. Da ist der Kabel, okay. Wieder Standard USB. Der kleinere, super. Und nochmal der Guide. Wieso sind das zwei Guides? Braucht man nicht. Einfach umstecken, geht schon. Also, das ist also drin. Das ist der Müll. Box, Zettel, Controller, Adapter oder was auch immer. Müsste man raus anschauen. Signal. Und ein Kabel. Ja, ist besser nicht. Aber. Jo. Ist sicher zuerst Angewöhnungssache. Aber okay. Qualität. Ja, noch eine Qualität. Da ist ein bisschen eine scharfe Kante, aber ansonsten super. Würde ich halt mal sagen. Ich werde in ein paar Videos vielleicht testen. Vielleicht direkt anschließen, vielleicht in einem anderen Video. Jo, man sieht sich. Servus.